Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von meiner Little Tights bzw. Chiseln Bits Vorstellung. Ja, ich fliege hier gerade in meiner schön fliegenden Badewanne zu unserem nächsten Ziel. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil gesehen. Und da vorne erblicke ich doch auch schon was. Oh ja. Da ist was. Etwas Japanisches bzw. Chinesisches. Ich weiß es nicht. Oder Koreanisch? Nein, keine Ahnung. Wir müssen unbedingt mal landen. Schaffe ich das? Ja, wunderbar. So, Badewanne, du wartest hier. Ja, der erste Einbruch von außen ist wirklich, also, erstaunlich. Also, wer so, genau, chinesisch-japanische Bauten sehr gerne mag, für den ist das etwas hier, stimmt. Ja, ich würde sagen, wir labern nicht lange, sondern gehen direkt drauf. Was man zu Anfang schon mal feststellt, ist, dass wir hier so sehr viele Skulpturen haben und sogar ein paar Kirschblütenbäume. Weiß ich nicht, wie heißen die wirklich? Kann mir vielleicht jemand in die Kommentare schreiben. Ja, genau, also so kleine Steinbauten. Da haben wir hier sogar so einen kleinen japanischen Drachen, der anscheinend ein kleiner Wasserspeier sein soll. Also der ist, wow, der ist ja, boah. Wie viel Arbeit das gewesen sein muss. Halleluja. Ja, natürlich noch ein paar Custom-Laternen. Auch schön. Und ja, ich glaube, die Japaner benutzen immer so ein bisschen Holzgemisch bei sich, habe ich so das Gefühl. Da haben wir eine schöne Eingangstür. Die ist wirklich schön. Ja, und hier drin begegnen wir erstmal einer großen Treppe. Nice. Wow. Nein. Ja, genau, das begegnen wir. Die Lampen, die sind jetzt natürlich noch nicht angepasst worden, aber das Hauptgebäude steht und das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Also muss ich schon sagen, Halleluja, das ist ja wie bestimmt 10 Stunden Arbeit oder so. Und lol, die Lampe fliegt hier. Ah ja, beginnen wir mal erstmal hier unten. Die Fenster kann man nicht öffnen, nein, ist aber auch nicht schlimm. Dann haben wir hier so ein Custom Wall Design. Schön, finde ich sogar. Also hat was Neues, nicht so das Alltägliche. Dann so ein Tower, der nur ein Tower ist. Okay. Aber auch sehr schön gehalten. Eine Glasspane. Wow. Gut, ja, dann gehen wir mal in die zweite Etage. Oh, lass mich ra. Ja, Custom Türen. Auch hier oben. Wer hätte es gedacht? Ach, echt schöne Aussicht von hier. Alter. Ja, doch. Bye, have a great time. Echt schön. Haben wir hier bestimmt so ein. Ah ja, wir haben einen kompletten Allround-Balkon. So, dann gehen wir wieder rein. Da haben wir hier unten nämlich sowas ähnliches wie beim Weißen Haus. Und zwar so eine. Oh, kann ich nicht machen. So ein großes Panoramafenster. Natürlich hat das weiter aus jetzt hier keine Stützen und sowas, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also habe ich was Gutes erwischt. Ja, und ich wette, hier eines davon ist natürlich eine Custom-Tür. Ja, natürlich. Oh, sogar eine Custom-Treppe. Alter. Das ist doch bestimmt übelst viel Arbeit. Boah. Alter. Aber auch hier diese Stützen und sowas. Echt wunderschön. Ja, und da haben wir da sogar noch einen Custom Weg mit so einer schönen Brücke. Kleine Holzbrücke, klein, aber fein. Und dann diese japanischen Tore, glaube ich. Boah, Alter, von dieser Perspektive sieht das ja mega aus. Hui. Dann anscheinend noch ein kleines Greenhouse. Oh, auch so komplett aus Glas, sieht auch echt schön aus. Mit so ein paar kleinen Blümchen. Ja, gefällt mir. Und jetzt, wo es dunkel wird, dann gibt es nochmal so richtig. Alter. Nice. Nice. Ja. Mehr ist es aber auch gar nicht. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht natürlich.
Ich könnte jetzt ein 10-Minuten-Video rausmachen, aber am meisten fasziniert mich dieser Drache hier. Wow, wenn er sich jetzt doch drehen könnte oder so, könnte ich sogar einen Ring kriegen. Wisst ihr was, ich probiere es mal eben. Okay Leute, ich habe jetzt den Brunnen mal eingescannt und bearbeitet und jetzt hoffen wir mal, dass was Schönes daraus wird. Ah, okay, er bewegt sich zumindest zur Seite. Sprich, man könnte jetzt hier unten drunter noch eine coole Geheimtür machen. Das wäre natürlich echt mega. Aber das mache ich nicht. Ja. Das ist dann dieses kleine japanische Häuschen. Und in der nächsten Folge werdet ihr dann eins meiner selbstgebauten Häuser sehen. Oh, die fliegende Badewanne ist so schwierig zu kontrollieren. Ja, Leute. Und an dieser Stelle ist mein PC abgestürzt. Ja. Im abfolgenden Clip werde ich euch noch kurz zeigen, wie das genau passiert ist. Und ja, würde ich mich jetzt hier verabschieden. Sprich, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Euer Red Gamer. Gut, dann machen wir mal eben hier die Tür zu.